stirbst jetzt gleich. So, sehr schön. Hast du Plan fallen lassen? Schlüssel der Zerstörung. Seit wann lässt er den Schlüssel fallen? Und einen Plan. Super. Also jetzt bin ich ein bisschen überfragt hier. Also ich finde es ja cool, dass er einen Schlüssel fallen lassen hat. Keine Ahnung, ob ich den überhaupt brauche. Plan tun wir auf jeden Fall. Und hier haben wir auch schon irgendwas. Okay, da gucke ich dann gleich mal nach, ob das der Schlüssel ist. Wäre natürlich cool, wenn wir jetzt... Oh Gott. Das ist kritisch jetzt hier, müssen wir aufpassen. Ja, aber knapp. So. So, dann können wir jetzt auch endlich mal das Level verlassen, hier, wenn wir einen Ausgang finden irgendwann. Auf jeden Fall hat das Best Dance geklappt hier. Also das ist wenigstens noch ein Erfolgserlebnis hier. Den wir jetzt diesen beschissenen Plan gefunden haben. Ich habe auch keine Ahnung, ob der jedes Mal gefallen lassen wird. Fallen gelassen wird. Oder ob der bloß mal alle 10 Mal oder so kommt. Oder 10% Chance oder sowas. Ich habe heute mal geguckt, wenn man jetzt Monster Level 0 hat. Also was wahrscheinlich so normaler Schwierigkeitsgrad ist oder so. Dann ist die Chance äußerst gering, dass da ein Schlüssel fallen gelassen wird bei den Viechern. Ich weiß nicht, wie es beim Plan ist, der immer fallen gelassen wird. Vielleicht habe ich einfach nur Glück gehabt jetzt. Aber ich finde es cool, dass er sogar einen Schlüssel fallen lassen hat. Ich dachte eigentlich, dass die anderen bloß die Schlüssel fallen lassen. Vielleicht haben sie es auch geändert in der Xbox-Version. Ist ja einiges anders in der Xbox-Version. Habe ich schon festgestellt, was so Pony-Level angeht zum Beispiel. So, ich glaube, hier müssen wir lang, genau. Ja, durch. So, ich werde jetzt hier nicht großartig jetzt noch warten. Ich habe alles gefunden, was ich gesucht habe. Und das Gute ist, ich habe den Plan gleich beim ersten Mal gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob das selbstverständlich ist. Noch ein Achievement bekommen. Na, läuft ganz gut jetzt hier. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt muss ich einfach nur noch hier raus. Ich glaube, jetzt kommt noch Isual. Noch Isual und dann, ich glaube, dann müssten wir auch schon bei Diablo eigentlich fast sein. Mal gucken. So, ach ne, hier unten geht's lang. Welche komischen Verwulstungen. Irgendetwas ist hier anders. So, sind wir noch mit. Ja, Isual ist eigentlich nicht so ein Riesenproblem. Man soll sich halt bloß nicht unbedingt von dem ständig eineisen lassen. Dann wird's nämlich kacke. So, da tut wieder irgendeine Kacke machen hier. Aber ich glaube, Isual selber... Ach nee, der ist doch nicht eineisbar. Das ist ein bisschen ärgerlich hier, weil, wie gesagt, in sein Eis hier sollte man wirklich aufpassen. Warum bin ich jetzt hier? Warum kann ich mich nicht bewegen jetzt? Fuck, ey. Okay, das ist kacke jetzt hier. Das ist kacke. Mal ganz im Ernst. Warum bin ich jetzt hier hängen geblieben? Ach, ich kann doch eineisen. Okay. Das finde ich super. Ja, ist eigentlich alles. Oh, Mann. Okay, da hat so eine Stun-Funktion scheinbar, wie es aussieht hier. So, aber das ist alles kein Ding gewesen hier. Ist schon wieder tot. So, hat natürlich nur Kacke fallen lassen. Aber normalerweise hinterlässt er auch diesen Hirtenstab planen. Noch eine ganz schöne Verzögerung hier. So viel Zeit muss sein. Bin gerade so in Form heute mit Diablo hier. So, natürlich schon mal ab und zu die Vasen zerstören. Könnte vielleicht auch mal was Gutes drin sein. Die Chance ist zwar eher gering. Aber man weiß ja nie. Ich habe auch schon goldene Gegenstände in diversen Vasen. Oder irgendwelchen Särgen gefunden. Alles schon vorgekommen. So, und hier dieses Level, das finde ich jetzt richtig zum Kotzen. Weil hier versuche ich jetzt wirklich einfach durchzulaufen. Soweit es möglich ist. Natürlich jetzt zu viel Gegner hinter mir her sind. Obwohl, lass mal diesen blöden Goblin suchen hier. Noch nicht bereit. Der muss auf jeden Fall noch dran glauben.
So. Ja, ist jetzt wieder nichts Besonderes gewesen, wie es aussieht hier. Akademische Klinge. Hm. Ich habe ehrlich gesagt doch keine Ahnung. Schlagen wir einfach mal hier lang. Kann sein, dass ich jetzt richtig Kacke baue hier. Okay, jetzt schon mal eine Sackgasse. Kann sein, dass ich jetzt richtig Scheiße baue hier. Das ist auch Sackgasse, super. Aber ich werde jetzt einfach mal hier versuchen, so schnell wie möglich durchzurennen. Ihr mögt es mir bitte verzeihen, aber ich habe jetzt keinen Bock, hier noch eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde hier rumzustehen. Zum Glück kann man hier ganz gut ausweichen. Oh Mann. Wenn das mal keine schlechte, keine gute. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war jetzt hier. Aber ich bin zum Glück relativ schnell. Scheiße, auf diesem blöden Rubin jetzt hier. Auf jeden Fall kommt hier jede Menge Mistviehzeug hier. Oh, die Ausweichenfunktion. Ich weiß nicht, ob es die auch in Diablo 3 für den PC schon gab. Auf jeden Fall ist die äußerst praktisch hier, habe ich festgestellt. Ich habe keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Ich glaube, hier oben jedenfalls nicht. Oder? Naja, werden wir ja sehen. Ja, sieht bis jetzt ganz gut aus hier. Ich hoffe, ich lasse mich jetzt hier nicht in die Ecke drängen. Jetzt müssen wir natürlich schon mal... Ah, da hinten war ein Pfeil. Sehr gut. Ja, das ist natürlich jetzt die billige Art hier, ganz ehrlich. Aber wie gesagt, ich habe jetzt keinen Bock hier noch stundenlang diese Viecher tot zu machen hier. Und ich denke mal, die meisten von euch werden es wahrscheinlich ähnlich machen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es jetzt hier jemanden gibt, der hier gerne durch dieses letzte Level läuft hier. Für mich ist das nämlich ganz schön, naja, wie soll ich sagen, nicht langweilig, aber es ist halt doch schon ein bisschen, naja, nervig, sag ich mal. Weil wirklich sehr viele starke Gegner da drin stehen. Klar hat man dann die Chance auf gute Gegenstände und so weiter. Oh, der Gürtel. Hm, 130.000, was mit der? 128. Na, egal. So, los, ab. Geh rein. Du sollst hier rein. Was machst denn du? Toll. Irgendwie habe ich das Gefühl, ja, jetzt, toll. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieser Durchgang ist manchmal verbuggt. Hab ich jetzt schon öfter gesehen. Dass man den anklickt und dann irgendwann erst diese Animation und dieser. Also, dass man dann erst diesen Raum betreten kann, wenn man eigentlich schon 20 Sekunden vorher gedrückt hat. Leider ist jetzt unser Begleiter nicht mehr da hier. Das bedeutet, wir müssen den jetzt alleine besiegen hier. Das sollte aber eigentlich nicht so das Problem sein hier. Das ist auch ganz gut eineisbar. Ich brauche mehr Zeit. Wo ist er jetzt hin? Man sollte halt bloß aufpassen, nicht unbedingt in seine beschissenen Gefängnisse hier zu laufen. Aber immer schön eineisen und draufhauen und dann sollte der eigentlich kein Problem sein. Am Anfang ist der auch noch nicht mal groß gefährlich hier. Weil ich jetzt nichts Falsches sagen will. Aber eigentlich ist er relativ zahm. Zahmer Diablo. Vor allem, wenn er eingeeist ist, so wie jetzt. Eigentlich machbar, sag ich mal. Ich brauche mehr Zeit. So. Da ist es schon mal fast die Hälfte gewesen von Diablo. Zumindest in der Dimension. Schwer wird es jetzt hier, weil hier fehlen jetzt zum Beispiel auch diese Heiltöpfe da, diese Schreine. Und wir bekommen es mit einem Ebenbild von uns zu tun. So, bevor du hier abhaust, werde ich natürlich noch besiegen hier. Sehr schön. So, und hier muss man halt ein bisschen aufpassen. Dafür geht er aber auch relativ schnell tot hier. Oh, fuck. Natürlich geht genau in dem Moment auch meine Dings, mein Schutzschild weg. Ärgerlich. So, aber zum Glück geht mein Typ schnell tot. Keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Naja, wie auch immer.
Ja, hier sollte man auch unbedingt seine Heiltränke sparen. Weil, wie gesagt, das ist nicht ganz ohne hier. Keine Ahnung, was ich jetzt für ein Achievement bekommen habe hier. Ah, das ist eigentlich relativ schnell tot hier. Oh Gott, hier müssen wir aufpassen wieder. Naja, ist gleich tot. Sehr schön. So, überspringen wir mal. Ja, wie gesagt, geht eigentlich relativ schnell. Schwer wird natürlich jetzt hier das letzte Drittel. Weil jetzt hat er natürlich seinen beschissenen Atem. Und der ist natürlich ein bisschen nerviger. Aber ist alles machbar. Gut, dass ich jetzt mein Dings hatte hier. So. Jetzt müssen wir ein bisschen laufen hier. Weil das ist, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, nicht ganz ohne hier dieser Atem, dieser Feueratem. Ja, jetzt kommen natürlich hier diese blöden Gefängnisse hier. So, einfrieren, natürlich wieder alles drauf haben, was man hat. Und dann sollte der eigentlich auch gleich Geschichte sein. Wie gesagt, bei dem sollte man keine Angst haben hier. Einfach immer drauf. Ja, fuck daneben. Ja, muss er doch mal einen Heiltrank nehmen noch hier. So, aber im Prinzip ist er jetzt schon eigentlich völlig am Ende hier. Und ihr seht schon, man kann jetzt hier zwar noch ein bisschen drauf rotzen. Aber der ist tot. Der ist hinüber. 50 Gamer Points bekommen für so einen leichten Kampf hier. Naja. So, damit soll es das schon fast gewesen sein. Jetzt werden wir natürlich gucken, ob wir jetzt noch ein paar gescheite Sachen finden hier. Dahinter lässt nämlich... doch noch was Gutes fallen gelassen hier. Ich hoffe, das taugt noch was hier. Jede Menge Edelsteine. Hier oben ist noch ein gelber. So. Der Tag ist gerettet. Sehr schön. So. Ups. Die Zwischensequenz spare ich mir jetzt wieder. Wie gesagt... Ich weiß jetzt nicht, wie YouTube das bei Diablo handhabt hier, wenn ich die Zwischensequenzen mit hochlade, diese Render-Sequenzen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann das Video gesperrt wird. Oder zumindest, dass da Copyright-Strikes kommen. Da kann ich mir gut vorstellen. Bei Blizzard. Wobei ich ja diese in den Lizenzvereinbarungen stehe, dass ich das Video auch hochladen kann, monetarisieren kann, alles mögliche machen kann damit. Oder die Videos. Hab natürlich da auch einen Nachweis dafür. Sollte man eigentlich immer haben, wenn man so Let's Plays macht. So, nach Toten. Der gefallene Stern, so, jetzt gucken wir mal, ob wir hier... Und die Folien. Du Trottel. Ja, die halten ganz schön aus, die Viecher. Ich dachte eigentlich jetzt, wenn man nochmal am Anfang von Inferno ist... Da sind noch mehr! Oh mein Gott! Oh Mann, das dauert. Gibt's auch, ich glaube, ein Achievement, wenn man die bei Zeiten tötet. Ja, was soll ich zum Spiel noch groß sagen? Ne? Also das meiste ist eigentlich gesagt. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich noch was Gescheites gefunden habe hier. Hier oben übrigens müsste dieser Dings dann sein. Diese infernale Maschine. Aber da bin ich jetzt in der falschen Quest dafür. Also wie gesagt, eigentlich... Das kann ich hier nicht tun. Oh. Eigentlich müsste jetzt noch... ein Video kommen, wie ich die infernale Maschine mache. Aber wie gesagt, da müsste ich erstmal die Schlüssel alle suchen. Ich werde euch auf jeden Fall noch zeigen, wo die Gegner dann sind. Die Schlüsselhüter vielleicht werde ich jetzt auch gleich mal... im ersten Akt nochmal gucken. Mal gucken, was das für ein Gürtel ist. Okay, der ist nicht so das Wahre. Höllenkatzenhüftgurt. Pff. Aber so immerhin Level 60 Gurt. Aber trotzdem schlechter wie mein Höllegurt. Leider. So, hier ist auch nichts. Obwohl, der Ring. Der Ring ist magischerweise, komischerweise besser. Was ist das für ein Regen? Ach,
drauf. Ja, das ist ein magischer Ring noch besser wie irgendein anderer. Naja. Aber der Rest kann weg. Gürtel behalte ich natürlich. Eventuell werde ich den später verwerten dann. All diesen schweflichen. Dieses, wie nennt sich das? Schweflichen Zeug irgendwas. Wenn man die goldenen Gegenstände verwertet, bekommt man halt noch diesen schweflichen. Oh, wie hieß das Zeug? Keine Ahnung. Ist ja jetzt auch egal. Feuriger Schwefel hieß das Zeug, glaube ich. Kann man dann natürlich. Ah, hier sind die Schlüssel. Genau. Also ich habe jetzt einen Schlüssel der Zerstörung, Schlüssel des Schreckens. Jetzt müsste ich eigentlich in den ersten und zweiten Akt jeweils gehen. Im ersten Akt, glaube ich, Felder des Elends. Im zweiten Akt, Oasen von Dalgur. Und da müssten halt diese anderen Schlüsselhüter sein. Aber wie gesagt, das werde ich euch demnächst nochmal zeigen. Und dann gucken wir mal, ob wir diesen Höllenfeuerring noch zusammenbekommen. So. Ansonsten soll es das erstmal gewesen sein jetzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, schaut euch die Videos von dem Schlüsselhüter an, beziehungsweise von den infernalen Maschine. Vielleicht werde ich auch noch ein oder zwei Videos machen, wie man so ein paar Sachen craftet, wenn ich ein bisschen Gold gesammelt habe. Aber das Pony-Level werde ich, denke ich mal, auch nochmal zeigen. Also ein paar kleine Sachen werde ich auf jeden Fall noch zeigen. Und dann auf jeden Fall auch das Add-on, wenn es rauskommt. Zum Spiel selber brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Mir hat's super Spaß gemacht. Konsolenversion meiner Meinung nach im Welten besser wie die PC-Version. Zumindest noch. Keine Ahnung, was passiert, wenn das Add-on rauskommt. Also mir hat es richtig Spaß gemacht hier. Ich werde es auch definitiv noch ein bisschen weiterspielen dann. So, aber wie gesagt, das soll es erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Liked die Videos. Schreibt einen Kommentar, was man noch besser machen kann. Und ansonsten sehen wir uns bei den nächsten Spielen oder allerspätestens bei Reapers of Soul, beim Add-on. Und bis dahin, ciao.